The Next Space Rebels mit mir, dem Fuchsel. So, ich habe mir jetzt hier die Aufgabe Schwebekatze nochmal angeguckt, wo wir zwischen 25 und 50 Metern innerhalb von 20 Minuten schweben sollen. Und ich glaube, ich habe jetzt hier einigermaßen eine Lösung gefunden, die vielleicht funktionieren würde. Und die. Also ich habe es mir jetzt fast gerade geschafft, die Mission zu schaffen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt hole ich euch einfach schnell noch rein. Weil dazu sagen muss, dieses Teil hier außen. Das sind diese automatischen Drehdinger hier, aber irgendwie funktionieren die nicht. Ich weiß auch nicht, wofür die sind. Es gibt ja auch keine Erklärung für. Okay, dann fangen wir mal an. Schauen wir mal. Ich kann jetzt wirklich eigentlich nur mit den Daten hier unten arbeiten. Oh, das war zu früh. Das war zu früh. Das war zu früh. Oh, bei, wir kriegen die Höhe noch. Jetzt sind wir wieder zu tief. Nochmal von vorn. Ja, man sieht das Ding halt einigermaßen irgendwann nicht mehr. Ist halt ein bisschen blöd. Es wäre Vorteil, wenn die Kamera hier unten folgen würde, aber. Okay. Okay. Stopp. Wieder aktivieren. Stopp. Wieder aktivieren. Habe ich es nicht geschafft? Wir schieben jetzt 20 Sekunden lang zwischen 25 und 50 Meter. Ja, habe ich doch geschafft, oder nicht? Ja gut, vielleicht muss ich noch... Moment, nochmal von vorn. Okay. Okay, jetzt haben wir die 25 erreicht. Sekunden noch ungefähr. Nein, nicht hoch! Oh, das war knapp. Na scheiße, es ist abgestürzt. Okay, nicht ganz, aber wir kriegen es hin. So, Videodateien werden verarbeitet. Okay. Das war's früh. Scheiße, war es schon wieder tief. Kacke. Okay, es ist schwierig, aber ich krieg's hin. Man sieht halt eben nichts. Das ist ein bisschen doof an der ganzen Sache hier. Na, okay, Moment. Okay, nächster Versuch. Okay, Konzentration. Jetzt. Gleich wieder aktivieren, bevor zu tief geht. Und das war's. Nochmal. Ja, sehr schwierig. Jetzt werden wir mal gucken, dass die vielleicht mal ein bisschen gerade nach oben fliegt. Und stopp. Gleich wieder aktivieren. Stopp, aktivieren. Stopp, aktivieren. Oh oh. Scheiße, das war's nicht. Ah, so unärgerlich. Okay, warte mal, vielleicht kann ich die. Ich muss die Rakete ein bisschen. Nur ein kleines bisschen anpassen. So. Vielleicht hilft das jetzt nicht mehr gar so in die Richtung dreht. Okay. Haut sie ja in die andere Richtung ab. Und ihr kommt nicht mal so hoch. Mist, gerade eben was besser. Okay. So. Probieren wir es jetzt mal so. Und Feuer frei. Oh, jetzt fliegt sie schön gerade. Ah, es war schon wieder zu hoch. Ja, gut.
Aber sie ist jetzt schön gerade nach oben geflogen. Einigermaßen. So. Okay. Und jetzt haut sie wieder irgendwo ab. Ich verstehe es nicht. Nochmal. Das war auch nicht das Richtige. Nochmal versuchen. Jetzt war es wohl immer über die 25 gekommen und dann hat leer zu spammen. Okay, nicht schlecht. Da lässt sich ein bisschen was ausbauen. Da muss ich noch ein bisschen zeichnen, schätze ich mal. Okay, lass mal gucken. Es mangelt halt einfach irgendwie an Stabilität. Okay, erstmal machen wir das Ding hier weg, weil das ist ein bisschen. Es bringt halt nichts. Jetzt zieht die Rakete so rüber. Was, wenn wir die Dinger hier jetzt hinbauen? Das hat ein reines Probieren und Versagen. Klassisches Trial and Error. So, probieren wir es so mal. Das hier nehmen wir noch alles durcheinander. Okay. Ja, jetzt sind wir schon drüber gewesen. Okay, einfach so gebe ich den Ganzen noch. Okay. Feuer frei. Stopp. Feuern. Nein, jetzt war wieder zu tief. Mann, das ist echt eine blöde Mission, ey. Weiß nicht, ob es da irgendwie eine. Aber ich bin wirklich immer überlegen, ob ich nicht mal nachgucke, ob ich eine Komplettlösung für die Mission, weil da wie echt. Ich glaube, das war sogar tatsächlich die schwierigste Mission, die es hier gibt überhaupt. Okay. Wie regeln wir das? Erstmal muss das Ding hier weg. So. Probieren wir es jetzt mal so. Das ganze Ding ist halt eben auch blöd, dass man halt eben nur so flach halt eben bauen kann. Das ist wirklich hier nur so hier. Es wäre Vorteil, wenn man es halt in so halt auch noch bauen könnte. Dann könnte man es besser austarieren.
Ja, es war schon drüber. Und das war schon drunter. Vor allem, es kippt er auch wieder. Und stürzt ab. Nochmal. Nein, nicht zu tief, Rüdiger. Der Punkt ist, irgendwann kommt er in diesen Bereichen, wo er diesen Flug hier macht. Nochmal. Scheibenkleister. Wie mache ich das am dümmsten? Kann ich noch ein Triebwerk bauen eigentlich? Nur so kleine. Wie mache ich das am dümmsten? Ich denke, ich mache lieber eine andere Herausforderung. Ich dachte mir, ich fange einfach mit der hier mal an. So, Abwurf im All. Machen wir als nächstes. Das sollte ja easy machbar sein. So. Retro. Wir brauchen NSR. So, jetzt brauche ich das T-Stück. Ich brauche ein Triebwerk. Ein starkes. Das Ding hier. Okay, dann brauche ich die Pumpe, dann werde ich gleich die stärkste hier. Jetzt brauche ich dann den Koppler. Okay, warum gehört die jetzt? Da geht hier rein, ja. Da muss der so hin. Kopieren, drehen, zack. So, jetzt hätte ich auf der Seite gerne ein R. CX, zack. Die beiden lassen wir mit 1 aufkoppeln, genau. Bobby hier unten noch eine Spitze hin. So. Jetzt brauchen wir Treibstoff. Drehen wir mal so um. Kopieren, verbinden. So, jetzt brauchen wir den Verbinder. Bindungswerkzeuge. Einmal hier hin. So. Zack. 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 Und zack. Okay, hat man den ersten Teil hier schon mal erledigt. Jetzt geht's weiter mit NSR. Wir müssen ein bisschen an Höhe noch gewinnen. Brauchen wir zweimal den Block hier. Jetzt brauchen wir das T-Stück nochmal. Bindungswerkzeuge. Also, warte mal. So, dann brauchen wir das Tor. Bauen wir das Tor. Aktivieren nach Knopfdruck 1. Okay, gleich wieder verbinden. Den lassen wir gleich hier verbinden. So, jetzt bauen wir das mit diesen Raketen hier einfach nochmal an den Teil hier so dran. Kopieren, zack. Und bauen den um auf 2. Hier ist selbe Spiel. Kopieren, zack. Bauen es um auf 2. In Ordnung. So, jetzt brauchen wir hier wieder den Verbinder. Noch einmal hier an der Seite hier.
So, dann brauchen wir nochmal den Verbinder. So, hängt dran. So. Hier noch verbinden, hier noch verbinden. So, jetzt müssen wir wieder hier oben einfach nur den Rest machen. Dafür brauche ich jetzt einfach nur nochmal einen Treibstofftank. Zwar nehmen wir uns den hier. Drehen wir um. Bauen wir einen. Dann brauche ich Verbindungselement hier nochmal. Den hier. Knopfdruck 2, okay. Dann müssen wir wieder verbinden. Hierhin. Hierhin. Und dann brauchen wir nur noch eine Spitze. Wenn alles klappt, sollte es eigentlich klappen. Theoretisch. Okay. Wird geladen. So. Dann Start 1. Ja, es hat genau geklappt. Jetzt müssen wir nur noch ein 10 Kilometer erreichen. Jawohl, hat alles wunderbar geklappt. Wunderbar. Warum es beim ersten Mal so nicht geklappt hat, keine Ahnung. So. Video hochladen. Richtig verbunden. Knopfdrücker. Reservekanister. Trennung. Modern. Weiß ich nicht. Da würde ich selber mal so ein paar Folgen machen. Einfach nur, dass wir hier mal ein bisschen hochkommen. So, fortsetzen. So, Stufenrakete. Ja, ich weiß, ich weiß. Meine Herausforderung hängt dir schon zum Hals raus. Ebenso wie meine Warnungen für Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Aber nur so können wir sicherstellen, dass du perfekt für die letzte Aufgabe bist. Ich bin. Du gehst mir ganz schön auf den Zeiger. Das höre ich öfter. Ich versuche ja nicht zurückzuhalten, aber es ist einfach so. Insbesondere, wenn ich Dinge erkläre. Schon okay. Diesmal musst du wieder zwei Treibstofftanks entkoppeln. Aber du musst drei verschiedene Triebwerke verwenden. Natürlich nicht gleichzeitig, eines nach dem anderen. Verstehe. Die hatte gehofft, dass es dir so rein. Oh, noch eine Sache. Wenn du einen Treibstofftank abwirfst, wirf auch das gebrauchte Triebwerk ab. Da fällt mir auf, wenn du all das richtig machst, solltest du eine Rakete haben, die aus drei kleinen Raketen besteht. Ziemlich cool, oder? Du kommst nicht oft draußen. Ja, es ist einfach eine. Bin gespannt, wie du deine Rakete, pardon, deine Raketen abheben. Ja gut, es ist einfach. Möchte gerne NASA. Nasal. Okay. Also, wir brauchen als allererstes eine normale Rakete Unterbau. Das heißt, das Ding hier. Und das Ding hier. So. Ich würde gerne hier die ganzen Daten mal ablesen können, aber es geht halt eben nicht, weil hier die ganze Zeit diese blöde Aufgabe da im Weg ist. Jetzt so. Kann ich es nicht einfach hier unten hinsetzen? So ist besser. So, wir brauchen Triebwerk. Hier starke. Inklusive die Pumpe. Hier. Dann mal ganz kurz. Wir bauen NSR. Wir verbreitern das hier ein bisschen. So, jetzt brauchen wir zwei von denen. So, kopieren. So, jetzt haben wir nicht für einen Tank ein bisschen mehr Platz. So, ich hätte nämlich gerne Treibstoff. Irgendwas, was ein bisschen länger hält. 29 Sekunden. Das ist doch schon mal perfekt.
Drehen wir mal um. 53 Sekunden. Verbinden das alles mal. So, manchmal ist das schon kompliziert. So. Damit hat man doch schon mal Stufe 1 erledigt. NSR. So hin. Dann brauche ich Kinetik. Den Koppler hier. Darauf baue ich jetzt eine etwas kleinere Rakete. NSR. Verbindungstriebwerk. Also das jetzt gleich noch rausholen. Naja, es kann knapp werden. Sehr knapp. Warte mal. Zack, zack, zack. Bauen wir es so hin. Sparen uns ein paar kleine Teile. Und wir machen vielleicht eine schwächere Pumpe noch ran. Die sollte auch ausreichen. So. Jetzt haben wir hier oben nochmal die Pumpe hier. Jetzt brauchen wir nochmal den Treibstoff hier kopieren. Wie verbaue ich den jetzt am dümmsten? NSR. Leitung. So. Dann brauche ich den hier. Kopiert nochmal. Jetzt brauche ich das Ding hier. Das da. Ah, das war knapp. So. Wir brauchen noch ein... Scheiße, ich habe die Toreinheiten vergessen. Ist schlecht. Warte mal. Wir tun hier oben mal, tun wir den hier weg. Und tun hier einfach mal ein schwächeres Triebwerk rein. So viel Gewicht muss er nicht mehr tragen. Und so, jetzt wird eigentlich genügend fürs Tor da sein. Und so. Der wird abgekoppelt mit der 2. Und dann schalten wir hier gleichzeitig das Tor ein. Damit 2, ja. So, hier wird abgekoppelt mit 1, passt. Ich glaube, irgendwie das Tor einfügen. Bisschen höher, bisschen hierhin, so. Und der muss auch noch einen 1, okay. So. Gut, dann sollte es eigentlich soweit klappen. Nicht alle Antriebsteile sind mit Rohren verbunden. Aber jetzt, oder? Jetzt. So, na denn. Okay, Abwurf. Ob die 15 Kilometer reichen, glaube ich nicht, weil die dreht sich schon. Ja. Na, okay, das ist jetzt zwar nicht die Rakete, die ist zwar nicht das obere Stück, sondern das Mittelstück, aber wir haben die 15 Kilometer erreicht. Ja, ist klar, weil die Flügel halt eben fehlen. Okay.
Stufig? Keine Ahnung, Verbindung, Space Rebel, schmal, Tourist. Jawohl. Eine super Kombination, clever. 995 Follower. Er ist ja Janisch. Sogar der mich angeschrieben hat, nö. So, nächstes Upgrade. Du bist echt beeindruckend. Wie du dich hocharbeitest und all diese Herausforderungen meisterst, die Rebels haben, können sich wirklich glücklich schätzen, dich zu haben. Du übertreibst. Nur keine falsche Bescheidenheit. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du bereit für die schweren Geschütze bist. Das heißt, ich habe hier ein neues Triebwerk für dich. Richtig professionell. Cluster-Triebwerk. Okay. Du wirst mir sicher nicht glauben, aber es ist soweit. Du kennst die Stufenraketen jetzt aus dem FF. Ich kann dir nicht mehr beibringen. Im Ernst? Im Ernst. Das gilt aber natürlich nur für Stufenraketen. Es gibt noch viel Wissen, über das ich verfüge, du aber nicht. Und wahrscheinlich wirst du auch nie darüber verstehen. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist schon in Ordnung. Wenn ich nicht der Klügste wäre, müsste ich gar nichts mehr mit mir anfangen. Hier trennen sich jedenfalls unsere Wege vorerst. Viel Spaß beim Bau noch effizienter Raketen. Next Space Maker out. Okay, wir haben immer noch die Schwebekatze. Ich krieg halt einfach kein Geld. Wie soll ich denn diese Rutschenteile kaufen, wenn ich kein Geld krieg? Das ist einfach doof gemacht. Warum muss ich halt fünf unterschiedliche einbauen? Ich habe halt nur zwei Teile. Schwebekatze. Da werde ich noch mal ein bisschen rumexperimentieren beim Thema Schwebekatze. Okay, ich werde mal nachgucken, ob ich irgendwie eine Lösung für Schwebekatze finde, weil irgendwie komme ich da nicht drauf. Ich bin nah dran, glaube ich, aber irgendwie auch nicht. Ich guck mal, ob ich was finde. Tut mir leid. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was gesehen. Aber wirklich eine Komplettlösung habe ich jetzt nicht gefunden. Was ich allerdings weiß, ist, dass derjenige, den ich gerade eben gesehen habe, der hat zwei dieser Triebwerke verwendet und der hat das Ding hier verwendet. Als Gewicht. Ich versuche mal daraus lieber was zu bauen. Lieber vielleicht was Kleineres. NSR. Vielleicht ist ja das Ziel der Sache. Lieber klein und fein, als statt groß und schmal. So. Bauen wir es einfach mal so hin. Bauen hier den Tank ein. Der muss andersrum übrigens. Kopieren zieht so rum. Verbindungselemente. Jetzt brauchen wir erstmal das Tor. Und dann den Splitter. Glaube, die müssen ein bisschen weiter runter noch. So. So, jetzt müssen wir nur noch den hier einstellen. Soll immer beim Tastendruck Space losgehen. Okay, ist jetzt eine kleine Version. Eine sehr kleine Version. Irgendwie glaube ich, das Ding wird umfallen. Okay. Scheiße, überschritten. Lief so gar nicht so scheiße. Nochmal. Nur weil ich einmal kurz überschritten habe.
Okay, hör, 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 stopp. Ja, das war drüber. Viel zu weit, viel zu weit. Und das war viel zu tief. Nicht zu tief, Rüdiger. Okay, ein bisschen vorsichtiger. Nein. Mehr, stopp. Jetzt hat er wieder den Absturz drauf. Ich komme nah, ich komme nah, ich komme sehr nah, ich komme sehr nah. Nein, schon wieder überschritten. Okay. Es läuft, es stopfen noch in die Folge rein, das kriegen wir fertig, das ist nur so ein Trial and Error. Okay, es war zu spät. Wie zu spät, der macht jetzt einen Abgang. Okay. Vollgas bei 30 dann stoppen. Nein, das war wieder zu hoch. Nochmal. Das war ein bisschen zu früh. Sind wir auch wieder zu tief unten. Vielleicht soll ich mal ein bisschen Gewicht noch hinzufügen. Oh, jetzt fliegt er wieder zu tief. Okay, warte mal. Ich füge mal ein bisschen mehr Gewicht hinzu. Was haben wir denn? Und Fass 151. Und so, wenn möglich, dass der Schwerpunkt unten ist. Weil das ist ja. Nein. Nicht schlecht. Der Plan geht, glaube ich, ein bisschen auf, dass der Schwerpunkt halt einfach weit unten ist. Auch schon überschritten. Schon wieder überschritten. Okay. Nochmal bitte. Ach Mann! Irgendwann einfach abstürzt. So. Ich weiß ja nicht, ob der nochmal ein weiteres Fass erträgt. Du hast eine neue Nachricht. Jetzt tun wir mal die Triebwerke auch noch ein bisschen höher. Ja, weg mit der Nachricht. Wie alle Rohre sind nicht verbunden. Zack und. Zack. So. Jetzt soll es doch besser laufen. Jetzt ist der Schwerpunkt richtig weit unten, unter den Triebwerken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, das war zu schwer. Okay, einen Versuch machen wir noch dann.
Komm schon. Nein. Ach, es wäre ein Vorteil, wenn man wirklich besser sehen könnte, wie der fliegen tut. Warum glaube ich langsam, dass die Triebwerke zu schwach werden? Jetzt nochmal ein Fass hinzufügen. Probieren wir es noch einmal. Schauen wir, ob er den hochkriegt. Nee, vor allem das Problem ist, je mehr schwerer es ist, desto mehr Schub braucht, um den auch wieder nach oben zu bringen. Machen wir nur die beiden hier. Welch Ehrgeiz ich doch zeige, ich will das in dieser Folge noch schaffen. Komm schon. Ja, überschritten, unterschritten. Okay. Okay, ich habe 28 Sekunden in der Luft halten können, aber leider nicht in dem passenden Bereich. Okay. Nein, das war schon wieder zu tief. Jetzt schützt es ab. Nochmal bitte. Schau, das kriegen wir zusammen. Was will ich euch erzählen? Das muss doch jetzt gehen. Nein, überschritten. Ja, fast, 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 fast. Okay, diesmal wirklich. Wenn ich diese Runde nicht schaffe, dann hat, weiß ich, nächste Runde. Ja, schon einmal unterschritten. Mist. Ja, okay. Da machen wir wohl in der nächsten Runde weiter. Vielleicht werde ich hier noch ein bisschen schneiden, weil es 38 Minuten ist, ziemlich lang. Naja, gut, egal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Next Space Rebels wieder. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Tschö.